Christian Havenecker von der FPÖ, ehemaliger Generalsekretär, jetzt Mediensprecher, ist nun am Wort. Herr Bundesminister, Hohes Haus, Kollege Ecker. Ich habe mir immer gedacht, die ÖVP ist unbelehrbar, aber wenn Sie jetzt schon verstanden haben, dass die Statistiken der Europäischen Union nichts wert sind, dann ist da sogar bei der ÖVP nur ein bisschen Hoffnung gegeben. Aber Herr Bundesminister, ich möchte mich auf Ihre gestrige Budgetrede beziehen und ich möchte ein Kompliment aussprechen. Wirklich ein Kompliment, aber nicht an Sie, Herr Bundesminister, sondern an Ihren Mitarbeiter, an Ihren Redenschreiber, der es geschafft hat, eine derartige Leiche eines Budgets, wie das vorliegt, ja, so schön zu schminken, dass man das so vortragen kann, wie Sie es gestern gemacht haben. Und Herr Bundesminister, noch eine Höchstleistung hat dieser Mitarbeiter zustande gebracht. Er hat sämtliche Worthülsen, die es in der deutschen Sprache gibt, hat in einen Text hineingepackt und dafür gebührt ihm wirklich Respekt. Doch, Herr Bundesminister, es sind doch ein paar verräterische Punkte auch in Ihrer gestrigen Budgetrede drinnen gewesen, und zwar jener, und das muss man sich mal vorstellen, als österreichischer Finanzminister vergleicht man sich monetär mit Italien. Herr Bundesminister, das hat doch überhaupt noch niemand gemacht, das ist doch peinlich. Also wenn wir sowas jetzt machen müssen, dass wir besser dastehen, uns mit Italien zu vergleichen, na dann ist auch wirklich Schicht im Schacht, dann haben wir in diesem Land wirklich ein Problem, Herr Bundesminister, also sehr, sehr dünnes Eis. Herr Bundesminister, Sie haben gestern selbst zugeben müssen, dass wir eine Schuldenlast von mittlerweile 400 Milliarden Euro zu tragen haben und dass wir eine Zinslast zu tragen haben in der Höhe von 8,5 Milliarden Euro jetzt und Tendenz steigend. Und Herr Bundesminister, wenn wir sie die 8,5 Milliarden ausgreifen, dann wissen wir, dass es die Hälfte des gesamten Bildungsbudgets ist, dass wir jetzt an Zinsen bezahlen müssen, an Zinsen für Maßnahmen, die sinnlos waren und die Sie mit Ihren grünen Erfüllungsgehilfen einfach durchgepeitscht haben, wo wir heute wissen, es war eigentlich so gut wie alles falsch, was da passiert ist. Und Herr Bundesminister, noch eines. Ich bin ja froh, dass wir heute noch mal über das Budget reden können. Ich habe mir gestern eine Zeit im Bild 2 angeschaut. Und wenn da ein Finanzminister drinnen sitzt, der nicht in der Lage ist, herauszurechnen, wie hoch die Pensionen im europäischen Verteidigungsbudget sind, die jetzt eingegliedert werden und die mitverkauft werden in einem Budget, wenn Sie es auf dreimalige Nachfrage nicht zusammenbringen, dann unterstelle ich Ihnen hier nicht Uninformiertheit, sondern Herrn Bundesminister, ich unterstelle Ihnen einen Vorsatz. Sie wollten einfach nicht sagen, wie der Etikettenschwindel genau vonstatten geht und wie hoch der Anteil der Pensionen da drinnen ist. Und genau das ist der springende Punkt, Herr Bundesminister. Noch ein Wort zum Klubobmann Wöginger diesbezüglich. Der Klubobmann Wöginger hat seine Wortmeldung damit begonnen, dass er gesagt hat, man soll nicht zuerst nehmen und dann geben. Aber jetzt stelle ich schon die Frage an die ÖVP und auch an die grünen Klimakommunisten, was ist dann die CO2-Steuer? Sie nehmen zuerst und machen dann die Menschen in diesem Land eigentlich zu Almosenempfängern, indem sie einen Gutschein verteilen, der den Österreichern zugutekommt, da nicht einmal allen, den Mindestpensionisten zum Beispiel nicht mehr, aber es kriegen genauso verurteilte Verbrecher und es kriegen genauso alle Asylwerber, die grüß Gott sagen in Österreich. Das ist Ihr Ansatz und da machen Sie genau das, was der Klubobmann Wöginger ja eigentlich nicht machen wollte und nicht zuerst kassieren und dann umverteilen. Wie schaut es denn dann aus mit der MÖST, Mineralölsteuer? Wie schaut es aus mit der Mehrwertsteuer? Wie schaut es aus mit den Dividenden, die die Energiebetreiber kassieren in einem riesengroßen Ausmaß? Herr Bundesminister, Sie sind der Finanzminister, der am meisten eintreibt in der Geschichte der Zweiten Republik, muss man so auch sagen. Also das geht sich doch nicht mit der Aussage vom Herrn Kollegen Wöginger aus. Aber das ist das, wofür die ÖVP steht, das eine tun und das eine sagen und das andere tun. Und auch, weil der Kollege Wöginger gesagt hat, ja, und wir gehen jetzt endlich raus aus dieser Abhängigkeit von der Energie, ich möchte schon daran erinnern, dass der ehemalige Bundeskanzler Schüssel gewesen ist, der bis zuletzt auf seinem Aufsichtsratsplatz bei Lukoil geklebt ist und erst dann, wie der öffentliche Druck groß geworden ist, hat der Herr Schüssel auch dort seinen Platz geräumt. Ein Wort noch zur Frau Klubobmann Rendi Wagner. Auch das war eine eigenartige Rede, haben schon mehrere hierherinnen auch attestiert. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Frau Rendi Wagner kein Flüchtlingsproblem sieht, dann sehe ich auch ein, dass sie wahrscheinlich kein Teuerungsproblem in der Stadt Wien sieht. Aber trotzdem, was ist mit den Mieten in der Stadt Wien passiert, liebe Kollegen von der SPÖ? Was ist mit der Energie in der Stadt Wien passiert? Was ist mit den Friedhofsgebühren in der Stadt Wien passiert? Sogar die sind mittlerweile existenzbedrohend, wenn man sich anschaut, wie sie das erhöht haben. Und was ist mit dem Wien-Energiedesaster, das uns übrigens auch auf der Tasche liegt? Das sollte die SPÖ auch einmal dazu sagen, dass es das auch gibt. Und da sollten wir auch einmal ein bisschen einen Platz einräumen. Das heißt also, die SPÖ macht überhaupt keine andere Politik als die ÖVP. Sie haben nur eine andere Farbe und das muss man auch mal klipp und klar sagen. Die potemkischen Dörfer gibt es auf beiden Seiten.
möchte mich zum Abschluss noch ganz kurz um die Grünen kümmern. Der Kollege Hammer hat vorher gesagt, man kann nie, als Regierung kann man nichts richtig machen. Stimmt, diese Regierung kann nichts richtig machen. Und genauso bezeichnend war die Aussage von der Frau Kollegin Maurer, die davon gesprochen hat, dass sie in eine Maschine gegriffen hätte. Jetzt ist die Kollegin Maurer leider nicht da, aber wer hätte die Frau Kollegin Maurer schon einmal in ihrem Leben auch tatsächlich was gearbeitet, dann würde sie wissen, dass man grundsätzlich nicht in Maschinen greift. Das werden wir die Kollegen von der Gewerkschaft auch bestätigen. Das tut man einfach nicht, das geht nämlich schlecht aus. Da füllen dann früher oder später mal die Hände. Das heißt, wenn man eine Maschine reparieren will, Frau Kollegin Maurer, jetzt ein Stellvertreter und Ihre Kollegen, dann muss man vorher die Aus-Taste drücken und die Energie abschalten. Man muss dort den Stecker ziehen, dann kann man die Maschine reparieren. Und genau diesen Stecker werden wir dieser Bundesregierung ziehen, da können Sie sich verlassen. Die Österreicher sind auf unserer Seite.